Ja, moinsen. Da sind wir wieder mit einer neuen Woche und Among Us. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, außer lasst euch überraschen. Dankeschön, dass ihr die anderen Folgen geguckt habt, die quasi interaktiv mitgenutzt hat, indem ihr ein Däumchen gegeben habt, egal in welche Richtung, und eventuell ein Abo dagelassen habt. Da waren ein, zwei dabei. Vielen Dank. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit den Folgen und lasst krachen. Oh, so, Freunde der Sonne. Puh, ich habe euch viel zu erzählen. Das machen wir nebenbei. Ich bin viel zu spät gekommen heute. Ich stand gerade noch im Stau, weil ich noch was erledigt habe und bin quasi in Windeseile nach Hause gedüst, um hier bei der Aufnahme dabei zu sein können. Und, ich hab's geschafft. Yes, let's go. Gerade raus aus dem Auto, frisch ins Raumschiff. Hey, das mit den Blättern kommt mir bekannt vor. Das hatte ich heute auch schon. Oh, da sitzt jemand in den Kameras. Generator. Da ist jemand nicht mehr in den Kameras. Oh, meine Herren. Gucken wir mal, was das hier wird heute, wa? You gotta be kidding me. Das war die Rache. Das war die Rache dafür. Wahrscheinlich war ich zu spät gekommen. Alarm. Oh, lol. Oh, lol. Hat er auch. Ey, hallo? Wozu ist er dann jetzt? Also, das ist jetzt unfair. Ich hab Dizzy gefunden, der liegt unten auf dem Weg nach links. Unten rechts. Imagine, du hättest dich ab, um wirklich da zu sein. Du wirst jetzt erst abgemuckt. Also, in der, auf der Karte unten rechts. Bei Shield links. Ja, das ich hab auf. Ich habe auf den Cams tatsächlich rechts bei Navigation Chris, Sven und Dizzy noch gesehen, bevor der Reaktor war. Ich kann dann kurz sagen, dass er im Electrical war. Wer war da noch da? Ich war auch da. Ich, Mike. Mike könnte es gewesen sein. Gesehen. Ich habe Mike nein, Dalu, die verloren. Schon wieder, Digga. Die schon wieder, Digga. Also Ray war zuerst an dem Reaktor. Er kam unten aus der Ecke von links und ist nach oben gegangen. Das hat mich ein bisschen irritierend. Ray, was sind deine Beweggründe dafür? Du bist von Reaktor links unten nach oben gegangen, um deine Hand aufzulegen. Nee, ich war Cams, wie schon gesagt. Als Reaktor anging, bin ich tatsächlich instant von den Cams weg, bin in den Raum, hab geguckt, ob schon jemand vielleicht zufällig Reaktor ist, aber ich war ja der Erste und dann bin ich quasi mitten im Gang, habe ich gewartet, bis der Erste kommt, das warst du. Also du bist, bist du von unten nach oben gegangen, deswegen hab ich halt geguckt. Ja, aber ja, die Leiche weil ich erst geguckt habe, ob jemand vielleicht schon irgendwo ist. Und dann bin ich wollte ich in die Mitte stehen und dann bin ich nach oben und dann du nach unten. Mhm. Und dann, Wo genau, Chris, lag die Leiche? Braucht den genauen Punkt. Den genauen Punkt. Okay, pass auf, ich stand hier. Pass auf, nee. An Shield war die Ich glaube, du kommst gerade, also du kamst auch gerade angelaufen. Ich kam von oben und ich stand an Shields. Du kamst von links, bist mir entgegen, hast mich gesehen, bist wieder umgedreht und hast dann reported. Guckst du jetzt erst mit raus? Ich musste ja die ganze Zeit geredet, deswegen alles gut. Chris war auch der erste von uns drei, der da runtergelaufen ist. Ja, um da hinzulaufen. Oh, Chris. Und dann den Heiligenschein auswählen. Ja. Ja. Ist ja auch ein Zufall. Ja, hä? Ah ja. Ah ja. Ich glaube, da ist Chris auch schon wieder raus. Nun, wir werden erstmal schnell uploaden hier. Aber es ist halt wirklich so. Erstmal schön abgehetzt wie so ein Kaputter und dann gleich als erstes getötet werden. Vor allen Dingen war Chris noch super nett zu mir und sagt, du, ist nicht so schlimm, kann mal passieren. Und dann so. Und dann das. Ah, okay. Wie haben euch denn bis jetzt die Folgen so gefallen, Freunde der Sonne? Ich meine, das sind ja jetzt schon ein paar. Also Among Us gibt es ja doch schon relativ viel auch auf dem Kanal hier. Wie ist es euch denn so ergangen beim Zusehen? Ist es zu kurz? Ist es zu lang? Fehlen euch Dinge? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, da macht der Cutter macht da ja auch sehr, sehr gute Arbeit. Also mittlerweile gucke ich die ja schon selber, die Folgen. Darf man das sagen? Darf man seinen Content selber gucken? Ja, ne? Na klar, darf man selber. Na klar, kann man seinen Content. Ich glaube, ich werde das heute mal machen. Ich habe gestern ein bisschen Photoshop gemacht. Vielleicht mache ich das heute Abend auch mal sehen. Aber ich könnte auch einfach mal wieder rausgehen. Ich war schon sehr lange nicht mehr draußen. Außer eben gerade. Und da habe ich gemerkt, Mann, Sauerstoff ist gar nicht so ein schlechtes, so eine schlechte Sache, ne? Aber vielleicht gucke ich mir das selber mal an.
Einfach mal, um zu gucken, ob mich das unterhält. Weil wenn mich das unterhält, dann muss dich das auch unterhalten. Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Dass dich das auch unterhalten muss. Wie sieht's hier aus? Grab a coffee. Super, ETA 30 Minuten. 33 Sekunden. Mach hier unten noch die Kabel. Okay. Oh, Sven schon wieder. Ein Report. Alarm! Hallo, der Sven liegt im Kamerakreuz. Das ist kritisch für Chris jetzt. Wo denn? Im Kreuz, also du kannst, also er liegt genau auf der Kreuzung, links Reaktor, als rechts O2, Kamera. Als O2 angegangen ist, waren wir beide im Kameraraum und dann bin ich nach oben gegangen und er nach unten, weil ich Angst hatte, dass er doch ein Böser ist, weil er auch verdächtigt wurde. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sehr lange an. Wer war denn in den Kameras? Ich am Anfang als kurz nochmal, aber dann mich wieder. Ray, ich und Sven. Ich kann mal, und also, danach weiß ich halt nicht mehr, was nach O2 gekommen ist. Wo liegt der? Links vom Kameraraum. Einfach. Wo ist der Kameraraum? Links. Ganz links. Ah, okay. Ja, nee, links war ich ja gar nicht. Nee, das war ja dein Kollege, der Ray. Aber du warst keinem O2. Nee, mich müssen eigentlich also, relativ viele auf der rechten Seite der Map gesehen haben, jetzt in der Aber Chris längeren hat kein O2 ausgemacht, oder? Nee, das hat keiner oben rechts. Ich bin mit zu euch gelaufen, da nach oben, weil ich verwirrt war, wie man zu dem anderen kommt. Und dann bin ich wieder nach unten gelaufen, dann war das schon fertig. Aber mich haben ja relativ viele Leute gesehen. Ich habe ja zwischendurch auch Dadosh gesehen und Dalu und Jay und keine Ahnung wen alles. Ich glaube, ich habe Christian im Admin gesehen. Jay, also ich habe das rechte safe. O2 gemacht, mir sind tausende Leute entgegengekommen. Ja. Dadosh, Dalu, ja. Jay, ja, ja. Alle irgendwie. Das stimmt. Maxi kein war auch noch viel da. Ray, Kalle kann ich rechts auf jeden Fall bestätigen. Dadosh macht wieder so einen Move und schmiert mir Butter aufs Maul. Nee, du hast erst Butter? Download gemacht über Weapons. Nutella, keine Ahnung, wie das heißt. Honig, aber okay. Honig. Nutella ist auch... Nee, also ich hätte gerne ein bisschen Butter um meinen Honig. Der Grund ist Download und Butter Upload. Du hast es direkt nacheinander gemacht. Ja. Also es wäre ein guter Fake, immer klar. Als guter Imposter, oder? Ja, ja, natürlich. Könnte auch ein guter Imposter-Move sein. Aber ich glaube nicht, dass du ein guter Imposter bist, deswegen. Ich erwarte irgendwie die Runde Imposter, jetzt mehr Kills. Der blauen Mongas. Schwierig. Der Schalker, ja. Die. Du fliegst noch gar nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir, glaube ich, jetzt hier. Fertig? Yes. Was für ein wilder Tag heute. Was? Ja, ich hab das gelesen. Ja. Das wäre super, aber ich kann nachher auch alleine machen. Ah, so nett. Heute so viel um Ohren gehabt, habe ich ja gerade schon erzählt. Bisschen zu spät auch zur Aufnahme gekommen, weil Stau war überall. Jetzt ist meine Freundin so lieb und fragt auch noch, ob ich was zu essen möchte. Ich habe heute Morgen noch nicht wirklich viel gegessen. Oh, nice move. Emergency. Alarm! Hallo? Ja, das war ja gutes Timing. Oh. Wolltest du die Leichen verschwinden lassen, Jay, oder wie? Du bist gemutet, by the way. Nein, ich hab voll gesungen! Oh mein Gott, ich bin Inspector Gadget und so weiter. Ich hab was gesehen. Der Mike liegt in Navigation tot. Und ich sag mal so, in der Pandemiezeit wollen wir ihn alle haben. Hä? Das ist ein Rätsel. Achso, okay. Nee, ich weiß es. Er meint Kalle wegen Klopapier. Problem ist, nur weil du votest, heißt das nicht, dass er die Wahrheit sagt. Das ist mir egal, der war gut. Redet der jetzt in so einem Krypto-Scheiß? Ich verstehe den Job. Es ist ein Rätsel. Nicht. Ja, aber das Problem ist, kann ich diesmal glauben. Das ist die letzte Frage. Ist das wieder so ein Dalu-Ding, wenn man das K weglässt, wissen wir alle Bescheid? Genau. Nein, ja, genau. Die Kopfbedeckung will jeder haben in der Pandemiezeit. Dann will ich gerne eine Begründung haben, weil das verstehe ich nicht. Ja, ich habe dich gesehen, wie du Mike gekillt hast auf der Kamera in Navigation. Wenn du jetzt die komplette Begründung haben möchtest. Wo ist er gestorben? In Navigation, da wo du ihn gekillt hast. In Navigation gibt es ja ein Vent, das nach oben geht zu Weapons und du bist da hingelaufen. Ich hab dich laufen sehen. Also ganz kurz, wer hat Licht angemacht? Ich war mit irgendwem anders noch da. Ich habe Licht angemacht. Das sind diese komischen Schalter. Ja, aber Ray oder Dadosh, hast du Licht angemacht? Nein, ich war oben Weapons, hab mir ausgemacht.
Maxi? Ne, ich war mit Chris, dann hast du den anderen gekillt. Ich wollte nee, also erzählen, ich habe jetzt Kalle gewonnen. Ja, weil kein anderer beim Licht war und Chris hat gesagt, er war da mit wem anders. Ja, oder? Also kann jemand bestätigen, dass vielleicht Jay in den Kameras war? Also er kann mir das bestätigen? Gerade davon entgegen, ja. Ich habe Jay Kalle kriegt den Vote. Ich habe keinen bei Camps gesehen, weil ich nicht in der Nähe war. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe ihn einfach geglaubt. Das ist gut überzeugend. Danke, Leute. Denk nur an deinen Blutdruck. Ah, Mietzi spielt auch wieder mit heute. Wie immer, wie das immer so ist. Ne? Wundervolles Wesen, du. Ist es wirklich Kalle gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe noch meine Task erledigt. Das wird schwer für Chris. Oh, vorsichtig, Mietzi, nicht auf die Tastatur legen. Kleines Flauschgetier. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo meine Maus ist. Ah ja, hier. Okay, okay. Oh, was ist denn das? Geil, ey, danke. Voll lieb von dir. Bevor der Cooldown weg ist, dachte ich mir, ich drück das Knöpfchen, bevor ich zu Jay lauf. Jay ist. Hallo? Ich habe in Kameras gesehen, dass die Leiche. Hallo, ich habe in den Kameras gesehen, dass die Leiche in dem linken oberen Fenster war. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Aber Jay ist. Linke obere Fenster. Wir hatten Reaktor aus. Ich bin da, Maxi. Ja. Ich steh im Admin-Raum und einer ist von Navigation hoch zu Weapons hoch in Cafeteria gerannt. Ja, genau, und der kam mir auch entgegen. Und der kam uns gerade entgegen, ja. Und der kam dann wieder umgedreht und ich weiß nicht, ob sein Cooldown runter war, deswegen wollte ich zum Button gehen. Rechts vorne, also. Ah. Da, wo Jay liegt, oder was? Das könnte richtig sein. Oh Mann, ey, wieso hab ich mich denn verquatscht? So eine Scheiße! Ja. Wieso hab ich dir gesagt, ich mache mit dem Armbrust das Licht aus? Du bist so gemein, ich hab so einen schönen Tanz vollführt und dann stechst du mich einfach ab. Bei mir gab es einen übelsten Anzeigebug, weil bei mir war die Kamera safe nicht an, sonst hätte ich Mike nicht gekillt. Also ich bei bin mir auch war, ehrlich, ich hatte bei mir war die Angst. Einfach nicht an. Weil ich hab echt Schiss vor den Kameras, muss ich sagen. Ich hab mich da hingestellt, weil ich wusste, die Kameras sind an. Kalle tötet mich und als ich dann den Bildschirm weg hatte und sehen konnte, was passiert ist, war die Kamera aus. Und ich dachte, scheiße. Ich war schon weg. Ich bin halt schon direkt weggerannt. Nee, aber ich dachte auch irgendwie nicht, dass du das jetzt nicht gesehen hast, weil ich stehe da, die Kamera ist an, dann verliere ich die Kamera, weil ich halt meine Kabel da mache und dann tötet mich Kalle und die Kamera ist aus. Ich so, nein, bitte, Jay. Ja. Aber Chris, das tut mir leid, ich hab mir noch jemanden liegen. Ja, das war so dumm. Ja, das war so dumm. Und dann denke ich mir doch so, ja, Ray war doch beim... Oh, scheiße, du hast Ray umgebracht. Und ich tanze noch so vorne herum, so, oh, Chris ist voll verdächtig. Und dann will ich gerade weglaufen.